Was ist mit dem Baum los? Revolvermunition. Nehmen. Die ist voll, immer noch. Okay, ein paar Batterien. Auch voll. So ein Mist. Wie kann man denn zu viele Batterien haben? Das geht doch nicht. Ah, schön. Sehr schön. Da hängt der Baum immer noch in der Gegend rum. Und... Die Blendgranaten gehörten nie im Leben zur Standardausrüstung einer Energiefirma. Nein. Allerdings... Shit! Ich dachte, wir können eventuell den Wagen nehmen. Bloß wo lang? Wir sind... Wieso rechne ich damit, dass hier jemand, nee, durchkommen würde, wenn es irgendwie ans Leder will? Oh Mann, ist gerade sehr düster, sehr unheilvoll. Hier ist überall Teerspuren auf dem Boden. Oh Mann. Los, verziehe dich. So, na, stopp. Oh yeah. Los, erziehe dich zu. Entschuldigt kurz. Kann ich dich trotzdem? Ja. Bitteschön. Bisschen Recycling hier. Mhm. Ich wünschte, mein Aufräumen wäre immer so leicht, dass man einfach nur eine Taschenlampe drauf zeigt und pupp, ist der Fleck weg. Es sah aus, als hätten wir erst ein paar Schattenwolken hier weggeworfen. Was? Aua, wer wirft denn da? Wer bist du, Dickerchen? Den haben wir doch noch nicht geplättet, oder? Der hat sich gerade nur verschanzt. Oder war doch? Nee, der hat sich hier nur verschanzt, der alte Hund. Sag ich doch. Na komm. So wollte ich das sehen. Genau so wollte ich das sehen. Ich schaue nochmal hier, ob wir hier eine Manuskriptseite haben, die sich hier bei dieser düsteren Musik, in dieser düsteren Atmosphäre versteckt. Aber schön, wie die Musik von dieser Bassmelodie im Hintergrund unterstützt wird. Ja. Da haben wir eine Manuskriptseite. Die wir uns natürlich auch noch mitnehmen. Weil sie könnte natürlich ein Hinweis erhalten. Ich starrte durch die Gitterstäbe der Gefängniszelle. Barry stand hinter mir und wippte auf seinen Füßen. Er sah so elend aus, wie ich mich fühlte. Agent Nightingale stand mit Sheriff Breaker auf der anderen Seite der Stäbe und hielt Manuskriptseiten in der Hand. Überdreht prahlte er, jetzt habe ich sie, Raymond Chandler. Es ist alles hier, alle Beweise. Inklusive denen für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Alles klar.
Nightingale, der alte Hund. Denkt, er weiß, was abgeht. Ein Kontrollpunkt. Wäre gerade sehr schön. Wir müssen wieder runter. Oder da hoch. Alter, ist die Mucke hart. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Gruselmucke, Gruselmucke. Das gute alte Bergwerk. Aber eventuell können wir nochmal hier runter gucken. Was hier? Da! Gut, dass wir da runter geguckt haben. Aua! Das ist nicht gut, schnell ins Licht. Aber offenbar müssen wir da hinten hin. Scheint es so. Genau, erstmal schön alles hier nehmen. Auch hier die guten Batterien und die Schrotflintenmunition. Es wird einen Grund geben, warum wir sie brauchen. Allerdings will ich da oben die Thermoskanne haben. Und deswegen gehe ich hier nochmal. Ihr habt es doch auch gehört, oder? Dann wollen wir mal. Och man. Oh, die sind nicht leicht zu erreichen. Nicht leicht zu erreichen. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich hier meinem Sammlerherz frönen will. Gehen wir noch mal kurz ins Licht. Ich will auch schauen, was da oben ist. Weil da scheint auch noch irgendwie ein Weg lang zu gehen. Motten und das Licht. Alles klar. Aber diese Musik ist einfach so unheimlich gerade. Sehr drückend. Passend zur Stimmung dieses Spiels, meiner Meinung nach. Alles klar. Wir haben hier eine Box. Noch mehr Blendgranaten. Sehr, sehr cool. Gut, dass wir hier nochmal hingeguckt haben. Trust no one in the dark. Ihr wollt's nicht anders haben. Hier, frisst Scheiße. Warm. Krawall und Zorn. Noch eine Errungenschaft erreicht. Sehr gut, sehr, sehr gut. Aber offenbar haben wir dadurch, dass wir diese Kiste geöffnet haben, wie soll ich sagen, etwas getriggert. Das waren ein paar Bösewichter. Mal kurz hier ein bisschen aufladen gehen. Und weiter geht's. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Oh, eine Pumpgun. Sehr gut. Hoho. Wir warten nochmal, bis das Licht wieder ausgeht, um es dann anzumachen. Allerdings. Sehr schön. Die Pumpgun hat also mehr als nur zwei Schuss, das wird uns natürlich ein gutes Stück voranbringen. So. Dann haben wir hier erstmal ein klein bisschen mehr Sicherheit. Naja. Wie man es nimmt. Oh, die ging schnell hoch.
Alter, nein. So. Alter, ich renne hier gerade einfach mal durch. In der Hoffnung, dass es mir was bringt. Wenn ich eiskalt abfahre, bleib an, Licht, bleib an. Oh, Kontrollpunkt erreicht. Puh. Heilige. Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. Nicht war es hinter Alice her? Nein, es ist hinter dir her, Junge. Es ist hinter dir her. Alter, das sieht aus wie eine verschissene... Die Nachtschicht kann Krieg verursachen. Sehen, Junge. Dickeres Kaliber. So. Die Nachtschicht kann dir das Leben kosten. Kann dich das Leben kosten, würde ich sagen. Alter Vater. Das geht heute hier ab. Das geht ab wie bis Brezelbacken. Nachladen. Ich weiß, man hört jetzt gerade meinen nervösen Klickfinger. Okay, yes. Eine Lithium-Batterie-Packung, die wir sehr gut gebrauchen können. Kontrollpunkt erreicht. Und ich würde sagen, ich mache erstmal hier eine kleine Aufnahmepause und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme oder auch im nächsten, in der nächsten Folge ist es dann ja eher wieder. Aber bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und viel Spaß.